Haben Sie schon einmal etwas von Padel Tennis gehört? Ich bis vor kurzem ehrlich gesagt auch noch nicht, habe mir aber sagen lassen, dass das eine sehr flippige Trendsportart ist. Gewissermaßen ein Mischmasch aus Tennis und Squash, wird im Freien gespielt und zwar mit so einem lustigen Ding. Wie es genau funktioniert, schaue ich mal jetzt an. Eingeschult werde ich von Ex-Davis Cup-Kapitän Clemens Trimmel. Er ist einer von vielen prominenten Gästen aus Sport und Kunst, die dem Padel Tennis Promotion Event im Trendsportzentrum Prater beiwohnen. Die Regeln der Sportart sind leicht zu durchschauen. Gezählt wird wie beim Tennis. Und schon kann's losgehen. Ich habe die ersten Spiele hinter mich gebracht. So viel kann ich schon einmal verraten. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist wirklich eine total coole Sportart. Jetzt habe ich neben mir stehen den Veranstalter der ganzen Chose, den lieben Christoph Krenn. Servus. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Sag, Padel Tennis, woher kommt diese Sportart eigentlich und wie verbreitet ist die in Österreich schon? Padel Tennis kommt eigentlich aus Mexiko, ist sehr, sehr groß in Spanien, Argentinien. Dort gibt es so viele Aktive oder sogar mehr Aktive im Padel Tennis als beim Tennis. In Österreich sind wir noch in den Kinderschuhen. Es gibt 4 Plätze, 3 davon sind hier zu sehen. Das ist ein richtig cooler Sport, sehr einfach zu erlernen und man spielt ihn nur zu viert, also auch gesellschaftlich sehr lustig. Auch der Davis Cup Kapitän höchstpersönlich lasse ich dieses Spektakel hier nicht entgehen. Servus Stefan Kubek. Wie ist es denn um deine Affinität zu dem Padel Tennis bestellt? Wie gut gefällt dir die Sportart? Also, das hört sich jetzt blöd an, mir taugt es voll, ich habe es aber noch nie gespielt. Also ich war zwar schon in Spanien, habe das immer gesehen, habe mir gedacht, die haben die volle Gaude da drin, das möchte ich auch mal ausprobieren. Dann habe ich gehört, das gibt es seit letztem Jahr, glaube ich, jetzt in Wien, hier. Habe ich gesagt, da muss ich unbedingt mal her spielen kommen, habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Jetzt bin ich da, jetzt spielt mein Knie wieder nicht mit, dass ich reingehen kann und spielen. Aber nichtsdestotrotz, also ich werde hier sicherlich herkommen und das irgendwann einmal ausprobieren. Fürchtest du, dass man Tennis und Padel Tennis sozusagen nicht miteinander in Einklang bringen kann? Können die beiden Sportarten einander im Wege stehen? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht sogar ergänzen. Also der ein oder andere Tennisspieler, der sagt, jetzt will er mal was anderes probieren, der kann paddeln gehen. Und Leute, die vielleicht mit dem Paddeln anfangen, denken sich, ja, das geht jetzt ziemlich gut, jetzt können wir mal Tennis probieren. Und ja, also eher ein Miteinander, würde ich sagen. Ich kann dir zumindest empfehlen, dass du mir ein bisschen genauer auf die Hände schaust, wenn du irgendwie im Davis Cup noch ein bisschen Ergänzungsspieler brauchst. Ich wäre jederzeit bereit. Ich glaube, der Dominik Thiem, der lässt sich ja eh noch ein bisschen bitten. Also vielleicht, wenn der absagt, könntest du ja mich einberufen. Ich wäre jederzeit bereit. Ja, schauen wir mal. Also ich muss mir noch genau anschauen, wie es dich da anstellst am Padel Court, aber dann in Kitzbühel schauen wir mal, ob wir so einen Käfig aufstellen können, dann kannst du mitkommen. So, ein ganz bekanntes Gesicht hat sich auch hier unter die Padel-Tennis-Spieler gemischt, Viktor Gernot. Man weiß ja, dass die Filzkugel Ihnen üblicherweise sehr gut gehorcht, allerdings dann, wenn Sie das Tennis-Racket schwingen. Wie ist es denn um Ihre Fähigkeiten beim Padel-Tennis bestellt? Ich glaube, da bin ich eher 100 Talent. Ja, also die Frage jetzt, ob ich das Tennis aufgebe, da hat mir inzwischen schon wirklich jeder eine. Aber beim Padel-Tennis, das können noch nicht so viele. Da habe ich jetzt vielleicht einen kleinen Vorsprung, weil ich jetzt schon 3 oder 4 Mal gespielt habe. Mein erster subjektiver Eindruck ist, dieses Padel-Racket verzeiht grundsätzlich mehr Fehler als das Tennis-Racket. Allerdings ist das Smashen noch einmal eine Spur schwieriger. Teilen Sie da meine Einschätzungen? Ja, also ich glaube, man ist, wenn man auch noch keine Vorbildung hat, ist man schneller in dem Sport drinnen. Man kann ziemlich schnell einmal eine lustige Partie spielen. Natürlich gibt es dann nach oben unendliche Entwicklungen. Möglichkeiten. Und mit Überkopf, wenn man gewohnt ist, mit einem Racket zu spielen, hat man ja immer noch eine Strecke vom Racket. Und da fängt der Schläger unmittelbar bei der Hand an. Das heißt, man muss wirklich Auge, Hand muss man ganz anders koordinieren, weil sonst gibt es den sogenannten Airball und den finden alle lustig, außer dem, der den gerade geschlagen hat. Ja. Gespielt wurde beim Promo-Turnier im Wiener Prater nach dem Zufallsprinzip. Jeder Teilnehmer bekam pro Runde einen neuen Partner zugelost. Mich brachte das am Schluss des Turniers wieder zu Clemens Trimmel. Seit März nicht mehr Davis Cup Kapitän, sondern Koordinator im Projekt Rio 2016. Der gute Mann neben mir hat als Davis Cup Kapitän einen folgenschweren Fehler begangen und mich damals nicht einberufen. Wenn du mich jetzt so spielen siehst da beim Padel Tennis, bereust du deine Entscheidung? Natürlich nicht, das war vollkommen korrekt. Du hast dich zwar einmal angeboten, glaube ich, was ich mich erinnern kann, in einem sehr harten Training. Das war auch eigentlich ganz ordentlich, was du da gemacht hast. Aber fürs Team hat es leider nicht gereicht. Aber vielleicht wird es irgendwann einmal ein Padel Tennis Trainingslager geben für einen Davis Cup. Und da wirst du natürlich einberufen zum Trainingslager. Ob es fürs Team reichen wird, werden wir sehen. Aber wie würdest du meine erste
erste Vorstellung sozusagen als Paddle-Tennis-Spieler bewerten? Ja, ganz seriös gesprochen, ich bin wirklich begeistert, weil man sieht, dass du ein bisschen Tennis spielen kannst und da tun sich Tennisspieler prinzipiell leichter bei dem Sport. Aber das war schon hervorragend, du hast mich mitgezogen jetzt gerade im Doppel und bin ich da sehr dankbar dafür.